600 Videos jeden Tag. Nein, so. Eins, zwei, drei. Aquaman! Leute, hallo und herzlich willkommen zu Kika Live. Heute wird richtig internetsmäßig. Es geht nicht um diesen Hund hier. Achtung. Nicht um den, nein. Es geht um das Herrchen von diesem Hund. Und der ist voll bekannt im Internet und auch sonst überall auf der Welt. Die beste Idee, die ich jemals hatte, meine Freunde. Oh. Das hier ist eine 3 Meter lange Rutsche, meine Freunde. Und die werden wir gleich auf unser Dach installieren. Ey, das ist doch gut. 3, 2, 1. Was für ein Typ. Alter, ich freue mich voll, dass ich dich besuchen darf. Ja, ich bin gespannt, ob du dich am Ende immer noch freust, weil wir werden heute krasse Sachen machen. Und zwar machen wir eine Wahrheit- oder Pflicht-Challenge. Nice. Sehr gut. Ich glaube, du wirst dich freuen. Also wir drehen auf jeden Fall ein nices Video. Let's go. Sehr gut. Und ich werde hoffentlich irgendwas herausfinden, was ihr alle noch nicht wisst. Wir haben zwei wunderschöne Schüsseln, einmal hier mit Pflichten und einmal Wahrheiten. Und ich sag's so, wie es ist, da sind auf jeden Fall sehr viele interessante Sachen drin. Ich bin gespannt. Okay, wer fängt an? Ja genau, das wollte ich auch. Schnick, Schnack, Schnuck? Okay, gerne. Auf geht's. Warte. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein! Was soll er nehmen? Ja. Oh, okay. Oh, nein. Wir lassen einfach Flash entscheiden. Ich habe ein bisschen schon gesehen. Okay, ich nehme von unten, weil ich habe vielleicht dann Glück. Das kann nicht sein, dass ich das direkt am Anfang so der Hass, ne? Trinke einen Pfefferoni-Saft. Das kann nicht sein, dass ich das direkt am Anfang habe. Sehr gut! Okay, ja. Boah, ich kann das nicht tun, ey. Boah, warum nicht? Das ist ja so ekelhaft. Boah, das ist so richtig giftgrün. Du zitterst schon, weil du es richtig eklig findest, das ne? Das reicht, oder? Ja. Leute, insofern ist es ganz okay. Ist auch abgelaufen. Ja? Ich brauch was zu trinken, ey. Ist das eklig. Gleich am Anfang. Leute, es riecht ungefähr so. Ihr könnt es riechen, Leute. Atmet ganz tief ein. Boah, ey, das war echt ganz schlimm. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, mit Augen zu, ne? Mit Augen zu ist mal fair dann, ne? Mhm, okay. Ey, bitte jetzt auch was Schlimmes. Alter, was für ein Scheiß. Versuche, deine Beine hinter den Kopf zu bekommen. Oh, das geht ja noch voll. Vor allem deine Beine. Meine Beine? Nee. Ach so. Seine Beine? Nee. Nee, meine Beine. Kann ich so mal an. Okay. Ich bin gespannt. Ich trau mich mal, ja, dass ich nicht wegrutsche. Okay. Ja. Los, du schaffst es. Auf gar keinen Fall. Warte, setz dich auf den Sitzer. Ich glaube, dann geht's besser. Jetzt los! Was ist, wenn ich furzen muss? Das ist eklig. Wir müssen lüften, Leute. Dann. Nein, ist okay. Gut. Ich glaube, das kriegst du nicht hin. Aber ey, das heißt, du hast es nicht geschafft. Das nächste richtig Schlimme. Halte deinen Kopf 30 Sekunden ins Wasser im Teich. Ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn los? Ja, wir haben vor der Haustür den Teich. Und ich werde Tja, scheiße. Ey, kann ich das vielleicht am Ende machen, weil sonst bin ich die ganze Zeit nass und. Na gut, aber nur weil du der Profi bist. Okay, also bleib bis zum Ende dran, Leute. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Alles klar. Okay, dann bin ich dann, jetzt dran. Ne? Weiter geht's. Jetzt muss aber hier. Nein. Ätzend. Aha, was? Ich muss weg. Esse Mandarine mit Senf. Wow, das ist fast so schön wie Gurkenwasser. Meinst du? Oh, du machst keine halben Sachen, ich merke das schon. Sehr gut. Auch die Plätze fertig. Hier, nimm das Wasser. Noch ist es nicht, ich muss sehen, dass es runtergeschluckt ist. Ich muss sehen, dass es runtergeschluckt ist. Wer ist jetzt eigentlich schon dran? Okay. It's your turn. Ja, ich muss jetzt einmal eine Wahrheit nehmen, ich kann das jetzt hier nicht mehr. Das ekligste, was ich je gegessen habe, ja, ganz einfach, vor 15 Sekunden das Gurkenwasser. Das war echt sehr, sehr eklig. Ach schön, dann würdest du wieder dran. Ich nehme mal hier einen. Ja, wir lassen es hier blau jetzt. Auf die Patze, auf die. Was würdest du tun, wenn du für einen Monat eine Frau wärst? Ich glaube, ich würde erstmal richtig shoppen gehen so. Mhm. Weil ich glaube, das macht Frauen einfach viel mehr Spaß. Ja, also mir macht es überhaupt gar keinen Spaß. Ja, deswegen, ich hasse es. Ich hasse es richtig, ja. Dann würde ich das endlich mal verstehen. Ich würde das mal einmal fühlen können, ja, wie das ist, daran Spaß zu haben. Warum ist es überhaupt interessant? Was soll das? Was ist das, ey? Okay, ich nehme jetzt auch eine Frage. Okay, auf geht's. Was ist deine größte Macke? Oh. Ich habe schon zwei entdeckt. Ich bin ja eigentlich Psychologe. Echt? Hast du mich ja schon analysiert? Was ist eine Macke von mir?
Du hast auf jeden Fall eine Macke mit deinen Haaren, ne? Du machst mein Gott, das habe ich ja komplett vergessen. Ja klar, so das ist meine große Macke. Ich gehe die ganze Zeit mit durch die Haare. Ja. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Oh, finde drei Gegenstände mit K. Das geht ja noch, ne? Okay, pass auf, du zählst, ja, bis 60. Okay, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 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 Ja, okay, komm, wir lassen es durchgehen. Es ist eine Kelle. Es ist eine aber Kelle. Es ist eine eindeutig funktionale Kelle. Guck mal hier, so eine Kelle. Nein. Willst du eine Kelle Futter? Lecker. Kabel, ist klar. Warum habe ich sowas überhaupt? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben hier Eis gemacht. Naja. Okay. Das ist ja voll... Was denn? Bringe Flash einen Trick bei. Das kriege ich hin. Ey, das ist voll... Also jetzt habe ich was Nettes hier bekommen. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Flashy, komm, wir zeigen jetzt hier, wie cool du bist. So. Ah, den mag er gar nicht. Das ist... Weil ich brauche was hier, Besseres. Warte, hier, schau mal. Ah, okay, sehr gut. Flashy. Lecker, lecker, schmecker, schmecker. So, Sitz. Nein, noch nicht. Platz. Und jetzt eine Rolle. Oh yeah! Das hat er gezeigt für die Kamera. Let's go. Das kann er mal richtig. Hey. 600 Videos jeden Tag. Videos jeden Tag. Ich hab dicke Klippen und sie. Steht einfach so herum. Lol. Wo kriegst du die Ideen her? Ist es wirklich so, dass du dich hinsetzt und sagst, das will ich machen? Also ich habe einen Tag im Monat, oder zwei Tage eher, wo ich halt mir wirklich ganze Ideen aufschreibe, weil ich kann ja mal spoilern hier, ne? Ich hab mir so eine Liste gemacht, ja. Das weiß auch niemand von mir, glaube ich. Ich glaube, das weiß wirklich niemand. Also hier, das ist so eine Ideenliste und die ist einfach dann tonnenweise lang. Jetzt am besten jetzt anhalten und einfach alles kopieren, was ja. Ich mir... nee, aber genau, da schreibe ich mir halt die ganze Sache auf. Also klar, inspiriere ich mich auch bei anderen Leuten, gucke ich mir viel Videos an und so, aber meistens mache ich dann immer schon nur mein eigenes Ding daraus. So. Mhm. Deine Schwester ist auch ganz ja. Viel immer mit dabei ja. Gewesen. Ja, los geht's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hatte die da überhaupt Bock drauf oder ist es einfach so passiert? Am Anfang war es tatsächlich so, dass Lea da nicht so mega Lust drauf hatte, aber irgendwann inzwischen, jetzt hat sie auch ihren eigenen Kanal und jetzt macht sie das total gerne. Wenn du jetzt kein YouTube-Star geworden wärst, ne? Boah, ich weiß was wärst du dann? Weißt keine du das? Ahnung. Boah, ich weiß es wirklich, vielleicht irgendwie bei einer Medienagentur. Ich habe keine Ahnung, was ich machen würde. Also das frage ich mich wirklich oft. Gibt es denn für dich auch so einen Plan? Weil, dass du sagst, okay, geil, in 20 Jahren oder in 10 Jahren möchte ich das und das und das gemacht haben, erreicht haben. Verreist sein, bla bla, verheiratet Kinder, irgendwas? Oder ist dir das wurscht? Es kommt, wie's kommt. Ich glaube, ich sehe mich in 10 Jahren auf in so einer nice riesigen Halle, wo ich einfach alles machen kann und einfach auch alles kackegal ist. Der Boden ist abgeranzt, ich kann da wirklich Sachen explodieren lassen und hab da oben so eine kleine Wohnung und guck dann immer drauf runter hier auf die Sachen. Und das ist, glaube ich, so mein Wunsch. Ja. Das finde ich cool. Eine Sache müssen wir auch machen. Ja, da war doch noch was, oder? Halte deinen Kopf 30 Sekunden ins Wasser im Teich! Ist doch nicht dein Ernst. Wo ist denn hier im Teich? Los? Oh, Mann! Oh, sehr gut, du hast durchgezogen. Sehr gut, Mann. Ich bin ein bisschen stolz auf dich, ne? Es ist so kalt. Warte mal kurz. Du hast hier noch, warte, du bist Aquaman. Warte mal, hier, guck mal. Da. Ach, ich über Algen, ey. Boah.